Feindliche Gruppe nähert sich. So. Herzlich willkommen zurück. Beim Panzerfahren mit dem Dan. Und wir suchen eine Position, in der wir sie erwarten können. Ich fahre jetzt mal hier um die Ecke rum. Boah, ist das hier schlammig. Schnell! Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich noch höher anhalten? Ja, jetzt nicht mehr. Distanz passt! Wow. Alles okay, fahrt weiter! Wir haben den kleinen Bastard! Und jetzt hier. Versuche hinter sie zu kommen, da ist die Panzerung schwächer. So. Okay, wo ist jetzt? Müssen wir drehen hier? Mhm. Da ist schon der nächste Panzer. Los, Edwards, unternimm was! Volltreffer! Okay. Ich muss jetzt erstmal die Reparatur. Komm. Okay, also hier hinten hat es mir ganz gut gefallen. In diesem Hof, da kann ich nämlich schön auf den einen Panzer schon mal schießen. Wenn ich einfach ein Stück nach vorne gefahren wäre da hinten, dann hätte mich gar nicht erwischt. Wir sollten möglichst schnell nach Combray fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können. So. Da kommt er. Okay. Meine Entschuldigung. Oh, das war ganz gut. Volltreffer. Perfekte Distanz. Bleib bei dem Kleinen da dran. Schießen wir erstmal hinten auf den, ne? Schalten. So. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt in den Tooltips gelesen, dass man die Reparatur. Oh fuck. Dass die Reparatur im außerhalb vom Panzer schneller ist, aber ist halt gefährlich. Fuck. Oh nein. Mann. Es ist echt sau schwer. Also 3 Schuss hält man aus und dann ist vorbei. Okay. Aber dann werde ich vielleicht mal das mal so machen, dass ich dann rausspringe aus dem Panzer. Wir sollten möglichst schnell nach Combray fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können. Ja. Wenn wir uns mal so, vielleicht behalten wir das Zelt. Okay. Jawohl. Sehr gut, weiter so! Okay, ein bisschen runter. Ein leichter Panzer, halte den Kurs! Jawohl. Okay, der schießt jetzt gerade nicht auf mich. Was ist da? Verdammt guter Treffer!
Start. Jawohl. Und jetzt rückwärts. Ja, so läuft's. Wenn man einmal Soldaten. Einmal Soldaten ausgeschaltet und einmal Panzer ausgeschaltet. Achtet auf die Sichtlinie! Oh. Jo, ich perfekt. Ja, wir haben noch genug Lebensenergie. Noch genug. Ist noch genug. Da vorne fährt ein schwerer Panzer, da fahr ich mal weiter. Volltreffer! Oh, da kommt er. Schnell weg. Ich will den Panzer ja von hinten treffen, den schweren. Ein Panzer! Achtung! Okay. Sie dürfen nicht in Reichweite kommen! Halt uns in Bewegung, Edward! Nein! Wow, fuck! Und jetzt weiter. Jetzt sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig, bleib konzentriert! Wow, fuck you! Okay. Das Maschinengewehr umschalten. Dann repariere ich das Ding von außen. Okay. Jawohl, das geht wesentlich schneller. Du musst besser ordentlich flicken. Tipptopp, ey. So, jetzt muss man den kleinen Panzer noch ausschalten hinten. Oh Mann. Gute Arbeit, McManus! Hey, wir geben die Deckung! So, wunderbar. Muss jetzt erstmal hier gucken, hier waren doch, genau. Na komm. Das ist eine Panzerbüchse. Okay, ein Tankgewehr. Brauchen wir jetzt eher nicht. Okay. Ja, habe also nur meine Pistole. Na toll. Reparieren das Ding! Reparieren! Oh! Gütiger Gott! A7V-Panzer! Jetzt zählt's mit McManus! Das sieht so wunderschön aus! Ich fahr einfach rückwärts! Sehr gut! Schöner Treffer! Oh Mann! Okay, jetzt im Moment passiert nichts, dann schnell mal reparieren. Bevor hier neben der Panzer kommt. Oh ja, das sieht gut aus. Perfekt, Kumpel! Ja, 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 ja. Tipptopp, rechts kommt er schon. Aber der kann mich noch nicht anvisieren. Distanz stimmt. Okay.
Okay, dann habe ich das nicht getroffen. Perfekt. Das war's. Gute Arbeit, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Boah, diese Brotkästen. Das sieht der Panzer hier wesentlich. Oh ja, von hinten erwischt. Nice. Ist der Panzer hier wesentlich vom Design her viel schöner, aber. Ja, gut, er hat natürlich die Ketten außen, ne? Ein Treffer auf die Ketten und das war's. War's das? Ah! Da ist ein kleiner Kugelwilli noch unterwegs. Nur ein Streifschuss. Perfekt! So. Wir haben es geschafft, Jungs! Du hast es geschafft! Nächster Halt kommt! Oh, ich kann nicht aussteigen. Okay. Sir? Edward? Bewegung! Oh nein! Bilde dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst! Mir geht's oh, gut! Oh nein! Aber so viel Spaß macht mich müde! Los jetzt! Dann geben wir mal Gas, ne? Na wunderbar. Oh fuck. So viel wegen einem Panzer. Was machen wir jetzt, Fahrer? Wir laufen. In der zweiten Schlacht von Carambrai nahmen mehr als 300 Panzer teil. Ein Monat später war der Krieg zu Ende. Jo, also hier ein Film. Ist nichts gegen diese Szenen, die uns hier präsentieren. Also super cool, was Filme, was Spiele mittlerweile von Filmen sich abgucken und auch einfügen und so. Ganz coole Sache. Und jetzt haben wir hier eine Kriegsgeschichte abgeschlossen. Und
muss jetzt mal gucken. Schwierigkeit. Achso, da gibt es jetzt verschiedene Punkte. Na gut. Hier, das war jetzt hier der britische Panzer. Jetzt das zweite Abenteuer. Einflussreiche Freunde. Kämpfe als freiwilliger Pilot im britischen Royal Flying Corps um die Luftüberlegenheit. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Oh mein Gott, ich bin ja überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung vom Fliegen. Ich mache das auch, wenn so spielen, meistens nie gerne. Das kann ja was werden. Vogesen, Frankreich, Frühling 1917. Die Entente verliert den Krieg in der Luft. Die deutschen Luftstreitkräfte dominieren die Westfront. Mächtige Flugzeuge und berühmte Fliegerasse beanspruchen unzählige Abschlüsse. Das Royal Flying Corps gerät ins Hintertreffen. Die meisten Ersatzpiloten haben weniger als 10 Stunden Flugerfahrung. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten der Royal Air Force betrug 17 Tage. Ständig kommen am Himmel über den kriegsbeschundenen Frankreich neue Flugzeugmodelle zum Einsatz, aber Innovationen sind riskant. Einige bewähren sich, andere nicht. Flieger riskieren ihr Leben mit ungetesteten Technologien. Sie passen sich entweder schnell an oder haben einfach nur Glück. Puh, da muss man ein bisschen schneller lesen. Ist schwierig. Lesen geht, vorlesen wird schwierig. Oh, idyllisch. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal? Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham... Es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich hier besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen... Ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord. Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham. Klar, ich bin Rackham. Ich bin dein Mann. Na los, bringen wir den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau! Piep, piep, altes Haus! Ein Aufschneider. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Oh, okay, ich bin dran. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt! Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Oh. Ja, ja! Hör mal, ich kenne da diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Wie es aussieht. Mein Gott. Das ist ganz schön... fein... motorisch hier. Wow. Du musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran. Na gut. Ich bleibe an ihm dran. Wo ist er denn? Gassteuerung.
Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Ist dieses Flugzeug etwa zu viel für dich? Näher ran! Gott, ich muss mich hier echt hart konzentrieren. Ich flieg sehr knapp an dem Berg vorbei, damit ich das Flugzeug kriege. Hey, pass auf! Aber jetzt die ganze Zeit den Gashebel durchgedrückt. Okay, diese Distanz halten. Kannst du ihm folgen oder nicht? Ganz ruhig, hab alles im Griff! Dann gib Gas und leg los, verkürze die Distanz. Meine Fresse. Ich würde sterben da drin. Festhalten, Windat! Kinderspiel! Ich bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Ich hab schon mal einen linken. Linke Taste gedrückt, linke Maustaste, aber passiert nichts. Folge dem verbündeten Flugzeug. Weiter. Oh, hoch, jetzt muss ich hochfliegen. Ein paar Manöver vielleicht. Die Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Oh. Oh nein! Hab ich gerade auf die Maus geguckt. Auf die Tastatur geguckt. Gut, das machen wir nochmal, aber dann im nächsten Teil. Bis morgen.